Ein Mikrofon ist immer gut. Ja, es soll bei mir heute um geplante Obsoleszenz geben von Wahrscheinlichkeiten und Absicht oder und das ist eine Verteidigung aus dem Bereich, in dem ich arbeite, nämlich aus der Halbleitertechnik. Und das Ganze wird mit Katzen erklärt. Heute leider nicht ganz so viele Katzen, aber das ist so mein Ding. Ich baue überall Katzen ein. Geplante Obsoleszenz, also nach genau 2 Jahren geht das Ding, Handy, Laptop immer kaputt. Ne? Das ist sozusagen Obsoleszenz, es geht kaputt. Das machen die doch mit Absicht, immer genau nach Ablauf der Garantie, das ist quasi geplant. Und danach dann nochmal das, was man in Rot hier so schön sehen kann, nach genau 2 Jahren, immer genau nach Ablauf der Garantie, das ist Statistik und Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit und Statistik ist nichts für normale Menschen, sondern nur was für Mathematiker. Um das zu beweisen, erzähle ich jetzt ein bisschen was darüber. Und wir beginnen mit einem Mitmachexperiment. Mitmachexperiment. Ein wenig Saallicht, bitte. Bitte mal jetzt alle sich eine Zahl zwischen 1 und 10 ausdenken und die kurz im Kopf behalten und dann bitte mal irgendeinen Arm heben. In Sachsen würde ich jetzt dazu sagen, bitte den linken Arm heben. Ist ja zum Glück in Hamburg nicht notwendig. Wenn ihr eure Zahl seht gleich, dann könnt ihr den Arm einfach wieder fallen lassen und beobachtet euch mal bitte gegenseitig dabei. Also bitte eine Zahl zwischen 1 und 9, den Arm heben und wenn ihr die Zahl seht, einfach fallen lassen. Alle Arme hoch, ich kann euch alle gut sehen. Sehr schön. Dann geht das los. Vielen herzlichen Dank, das habt ihr super gemacht. So, jetzt kommen wir noch zum zweiten Teil des Mitmachsexperiments und da habe ich hier vorne 2 Freiwillige. Du bist die 1 und du bist die 10. Bitte mal die beide Arme heben und bei, wie gesagt, der 1 und der 10 dann den Arm wieder fallen lassen. Ja, auch so super. 1 und 10, also es geht los. Toll, irre, ne? Und das war beides gleich verteilt, die gleiche Statistik. Hat sich das gleich angefühlt? Nee, wie gesagt, nichts für normale Menschen so, Wahrscheinlichkeit, nur was für Mathematiker. Als nächste Verteilung aus so einer Gleichverteilung nehmen wir die Normalverteilung. Ne? Das ist das, was wir Zufall nennen. Das sind unendliche Ereignisse, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist so eine Gauss-Verteilung, so sieht das Ganze aus. Und das kommen wir gleich zum Thema Spielerfehlschluss, also Verteilung, Statistik, aber auch was mit Spielen, mit Gefühlen zu tun. Und bei Spielen gibt es manchmal auch so Leute, da hat man, also das sind Würfelwürfe zum Beispiel, ne, sollten immer gleich unendlich oft nicht miteinander korreliert sein, also immer die 1 so oft kommen wie die 6, ist aber nicht so, manche Leute würfeln einfach so. Ne? Und mit den Leuten macht es überhaupt keinen Spaß zu spielen. Ja, und obwohl eigentlich dort so eine Normalverteilung eintreten müsste. Ein zweiter Spielerfehlschluss, der tritt beim Roulette auf. Ne? Also da hat man 37 Spiele hintereinander und ein Drittel der Nummern kommen gar nicht, ein Drittel der Nummern kommen einmal und ein Drittel der Nummern kommen mehr als zweimal und öfter. Und das ist eigentlich nicht so richtig zu verstehen. Das ist eine sogenannte Poisson-Verteilung. Das liegt daran, dass das zwar auch nicht korrelierte Ereignisse sind, aber dass eben nur 37 in der Reihe gezählt werden. Das kann man auch mit dem typischen Sack Reis, der in China im Umfeld zeigen. Da fallen dann immer Körner auf dem Feld. Hier als 64 Reiskörner und ein Drittel der Quadrate enthalten gar kein Reiskorn. Ein Drittel der Quadrate enthält ein Reiskorn und das letzte Drittel enthalten 2 oder mehr. Auch nicht intuitiv, ne? Das ist halt, wie gesagt, die Poisson-Verteilung. Und das sind, wie gesagt, das ist eine Serie von Ereignissen, die auch unabhängig voneinander sind. Das ist auch das, was wir Zufall nennen. Aber so richtig checken tut man das nicht, wenn man auf das Reisfeld guckt. So sieht eine reale Verteilung aus. Ne? Jetzt kommen wir mal zur Realität. Das ist die sogenannte Weibull-Verteilung. Die ist ein bisschen komplexer als die beiden Sachen, die wir gerade gesehen haben. Und die nennt man auch die Badewannenkurve. Wer das dahin nicht erkennen kann, da liegt eine Katze in der Badewanne. Und das ist die Kurve, die man annimmt für einen realen Produktzyklus. Da geht es also los vorne mit Frühausfällen. Da erkennt man also ganz, ganz viele Ausfälle ganz am Anfang der Lebensdauer. Da gab es hier so ein prominentes Beispiel aus dem letzten Jahr. Dann haben wir hier die Zufallsausfälle. Das sollten wir also eine normale Statistik, eine Normalverteilung sehen können. Da fällt halt immer mal was aus, ja, durch Zufall. Und am Ende gibt es dann die Spätausfälle, beziehungsweise die Produktdauer ist am Ende erledigt. Also das Produkt hat das Ende seiner Lebenszeit erreicht. Und da müssten am besten idealerweise alle Geräte ausfallen. Und da ist jetzt die Vermutung, der Vorwurf, dass wir das so bauen, dass nach 2 Jahren genau alle Geräte auf einmal ausfallen. Das Umweltbundesamt hat das untersucht, tatsächlich vor einem Jahr eine Studie rausgebracht, super interessantes Studio, kann ich unbedingt nur als gute Nachtlektüre mal empfehlen, 137 Seiten, die sich wie im Schlaf lesen, also wenn man gerne Statistiken und so liest, wirklich super interessant. Studie vom Umweltbundesamt, Laptops halten tatsächlich 4,1 Jahre, aber 20% sind innerhalb der ersten 2 Jahre schon mal defekt, können in der Regel aber repariert werden. Und bei Handys ist es so, ein Handy hält tatsächlich 4,8 Jahre. Nochmal kurz, sag ich bitte, wer hat ein Handy, was 4,8 Jahre alt ist?
Ja, das habe ich mir gedacht, ne? Also, die meisten Leute wollen halt nach weniger als 2 Jahren schon, also 70% der Leute wollen nach weniger als 2 bis 3 Jahren schon ein neues Handy haben. Vielen Dank fürs Licht übrigens. Ja, gut reagiert. Haushaltsgroßgeräte halten größer als 10 Jahre. Früher waren das tatsächlich länger, da haben Haushaltsgroßgeräte 30 Jahre gehalten. Das kann man tatsächlich einen Vorwurf der Industrie machen. Man sieht aber, geplante Obsoleszenz nach 2 Jahren mit der Garantie ist prinzipiell nicht erkennbar. Das zeigt auch die Verweildauer in Haushalten. Das sieht eher, naja, aus so ein bisschen wie eine schöne Zufallsverteilung. Zuverlässigkeit in der Halbleiterindustrie. Da arbeite ich. Ich bin dabei zu sagen, wie lange eure Geräte halten sollen und dürfen. Das hat vor allen Dingen einen Grund, und zwar ist das Elektromigration. Was ist Elektromigration? Das ist so eine Leiterbahn, die ist ein paar Mikrometer dick, also auch so dünn wie ein Tausendstel Haar oder so. Und die geht mit der Zeit, wenn da Strom durchfließt, einfach kaputt. Irgendwann ist sie dann durchtrennt und dann geht das Gerät halt vielleicht nicht mehr. Elektromigration und Elektromigration bitte nicht verwechseln. Ja, da kann man schon mal durcheinander kommen. Elektromigration geschieht durch Elektronenwind. Elektronenwind, das ist quasi, wenn Elektronen auf Ionen stoßen und die dann ganze Nanometer zur Seite drücken. Ja, also Nanometer, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also Nanometer macht es natürlich deshalb relevant, wie gesagt, wir haben es hier mit wenig Mikrometer zu tun. Das heißt, wenn man ganz, ganz viele Nanometer aneinander stößt, dann kann man eben nach ein paar Monaten, Jahren oder wie auch immer die Leitung kaputt machen mit diesen Stößen, die Nanometer bewegen. Ne? Also Elektronenwind drückt halt Sachen dann irgendwann immer endlich zur Seite. Ja, das dauert eine Weile, aber irgendwann ist es dann zur Seite gedrückt. Das kann man jetzt nochmal ein bisschen Formel aufstellen. Das ist ganz einfach, hier hat man irgendwo so eine Kraft. In dem Rot, was man hier so super schön sehen kann, hat man irgendwo links eine Elektronenwindkraft und rechts irgendwelche Sachen proportional zur Stromdichte J. Proportionalität ist geil. Ne? Ich bin ja kein Doktor, ich bin Ingenieur. Proportionalität, geil. Ja? Da kann man noch ein bisschen Physik-Voodoo machen und dann kriegt man links auch nochmal irgendwie die Stromdichte rein und dann guckt man sich den Rest der Gleichung an und stellt fest, mehr Proportionalität. Boah, richtig geil. Jetzt kurze Erholungspause, ne? Formeln angeguckt, da muss man nochmal kurz abschalten. Und dann guckt man nochmal hin. Konstanten, ja? Hammergeil. Noch mehr Konstanten, noch mehr Konstanten, noch mehr Konstanten, ja? Wow, da bin ich dann glücklicher als Ingenieur, nur Konstanten und die Stromdichte J. Was will ich mehr, ne? Muss ich nichts rechnen. Kann man nachgucken. Stromdichte J bleibt übrig. Stromdichte J ist einfach. Stromdichte J, da geht Strom in den Chip rein und wieder raus. Fertig, ja? Also in unserem Fall vielleicht so 2 Ampere gehen in so einen Chip rein, der ein Quadratmillimeter groß ist. Das heißt, 200 Ampere pro Quadratzentimeter fließen da. Das ist ungefähr 100 bis 1000 Mal so viel wie die Herdplatte. Also innerhalb von einer Sekunde könnte man damit Wasser kochen, wenn man so Chips einsetzen würde, anstatt von Herdplatten. Was man dann machen muss, die Entwicklungsarbeit ist, wir müssen jetzt modellieren, was ist das eigentlich für ein Chip? Ist das ein Mobilfunkchip? Ist das ein Autochip? Wie viel Power wird da drauf verbraucht? Also wie kriegt man das überhaupt hin, ein realistisches Szenario zu basteln? Und was braucht dann am Ende dieser Chip für Strom? Und dann kann man das in so ein Tool reingeben und dann sieht man halt, okay, da fließt jetzt halt Strom rein und diese roten Leitungen, die man hier so wunderbar auf schwarzem Hintergrund sehen kann, die zeigen dann an, durch das Tool zeigt dann an, dass die Leitungen kaputt gegangen sind nach unserer definierten Lebensdauer. Das heißt, man muss sich dann, also der Elektronenwind hat dann Sachen migriert, ne? Wind migriert Sachen, kommt auch in der Realität im großen Maßstab immer mal wieder vor. Also man muss dann sagen, okay, die Leitungen sind kaputt gegangen und unser Lebensdauerziel wurde nicht erreicht. Dann muss man also überlegen, kann man mehr Leitung drauf machen? Ne? Ist die Funktionalität dadurch beeinträchtigt? Ist der Chip dann größer? Wird er teurer? Muss man weniger Strom in den Chip bringen? Und solche Geschichten. Also das ist quasi das tägliche Brot, mit dem ich da zu tun habe, um wirklich abzuschätzen, ob ein Chip läuft oder nicht läuft. Ein paar andere 100 Leute haben diesen Chip dann vorher entwickelt und ich bewerte den nur am Ende. Ganz wichtig nochmal vorhin, war jetzt nicht nur alles proportional und konstant zur Stromdichte, da war sogar die Temperatur noch ein bisschen versteckt im Exponenten. Also E hoch minus 1 durch irgendwas mit der Temperatur. Und was dabei rauskommt, die Lebensdauer ist temperaturabhängig. Man sieht also, ganz unten ist eine Linie, die ganz flach ist, da sind 85 Grad, das Gerät hält 10 Jahre und länger locker, das fällt nie aus. Und bei 125 Grad fällt es quasi schon nach 3-4 Jahren ganz, ganz schnell aus. Nochmal kurz Graphen gesehen, viele Formeln, nochmal kurz mit dieser alten Katze über Alterung meditieren. Genau. Jetzt reale Sachen, reale Zahlen, direkt aus dem Nähkästchen, Lebensdauer. Wir nehmen an, Industrial, 11,4 Jahre, 100.000 Stunden bei 100 Grad. Consumer, 5,7 Jahre, 50.000 Stunden bei 85 Grad. 85 Grad heißt 70 Grad in der Außenhülle eures Laptops oder eures Handys. Und ich hoffe, von euch hat niemand 70 Grad heiße Handys 5,7 Jahre am Ohr oder 5,7 Jahre auf dem Schoß. Ja, das führt dann nämlich zu fiesen Verbrennungen und das ist unrealistisch. Automotive 3,5 Jahre bei 125 Grad, also wenn ihr in einem 115 Grad heißen Auto sitzt, 3,5 Jahre lang, dann geht das Auto da auch tatsächlich wirklich kaputt, die Chips da drin. Definitiv kein Grund für einen geplanten Ausfall eures Handys oder eures Notebooks nach 2 Jahren. Ne? Also die Moral von der Geschichte, es gibt Zufall,
der ist aber nicht intuitiv. Im wahren Leben ist es ein bisschen komplizierter. Geplante Obsoleszenz gibt es in meinem Beruf auch. Die Zeit ist aber sehr großzügig ausgelegt und definitiv kein Grund, dass irgendein Gerät irgendwie einfach kaputt geht. Oh. Robert Niebsch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also ganz ehrlich, Robert, ich nach deinem Vortrag hätte ich gedacht, du bist Doktor. Vielen Dank. So, und jetzt seid ihr wieder...